Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video wieder auf meinem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, ich habe mal wieder ein Brett. Und heute ist ein Special Guest hier am Start. Es ist kein geringerer als... Ja! Krabi, what else? Krabi meinte, er kann schon Olli. Ich habe sogar damals noch gesehen, das war jetzt mit Chaos war das, oder? Yes, das war ein paar Sekunden später. Ein Jahr später stehen wir jetzt hier. Ja! Wie gesagt, Krabi meinte, er kann schon Olli. Krabi, zeig mal kurz den Olli. Der ist sogar auch hoch, ne? Ist halt jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Mini-Olli. Kommt nicht hoch, aber. Du musst einfach nur deinen Körper nach vorne ein bisschen halten. So, und dann. Oh mein Gott. Also du könntest schon über mich drüber stehen. Ja, aber garantiere halt nichts, ne? Regie, haben wir eine Haftpflichtversicherung oder irgendeine Verletzungsversicherung? Nope. Nicht, oder? Nein, okay, nein. Dann machen wir das nicht. Doch, wir machen das. Hey. Nein, Bruder. Wir machen das safe. Mein albanischer Bruder, ich vertraue ihm. Oh mein Gott. Du hast Angst, ich hab Angst. Scheiß auf mich, scheiß auf mir kann nichts passieren. Ganz einfach. Willst du noch mal kurz versuchen, den Olli? Einfach okay. Im Stand, Bruder, fahr nicht. Einfach weil fahren ist immer schwieriger. Ja. Oh, warte, noch besser. Ja. Und der ist hoch, Alter. Der ist hoch. Oh mein Gott, Olli ist da. Ey, Olli, weg. Willst du dir einen Kiefer oder willst du eher einen Popshot machen? Popshot ist halt... Warte. Eigentlich dem Bein hier, wenn du runter gehst, nach hinten ziehen und das hier eigentlich einfach nur ganz leicht nach vorne. Einfach first try! Oh mein Gott. Ich würde sagen, das ist irgendwie schon so Next Level hier gerade. Macht einfach alles first try, okay? Kickflip, ne, willst du? Würde ich schon gerne. Soll ich machen? Aber unterm Fahren. Wie gerne würde ich das können? Ein Kickflip erfordert schon ein bisschen mehr Disziplin. Ich habe schon letztes Mal Videos gesehen, da haben Leute 8 Stunden am Stück trainiert und haben den dann tatsächlich geschafft. Das ist schon ein harter Trick eigentlich von Anfang, ne? wenn man nicht skaten kann. Ich sag's euch, dass allein schon der Flip funktioniert hat wieder. Also, Bruder, der macht ihn heute noch. Ich sag's dir, wie es ist. Ja. Das passiert sehr oft bei, ich sag jetzt mal, Anfängern. No front. Dass sie halt immer versuchen, das Board zu schnappen, also so. Jetzt überleg mal, du landest so, okay? Oder du machst Flickflack. Board fliegt nach vorne, du machst Flickflack. Du darfst nicht schnappen. Okay. Du darfst definitiv nicht so landen. Okay. Oh! Oh! Digga. Okay. Du darfst nicht schnappen. Du machst wieder Flick. Ja, ja. Du machst wieder deine Füße zu und du drehst dich schon fast. Du machst schon fast Body Barrier. Also sprich so. Dein Kickflip und dein Körper dreht sich in die andere Richtung. Okay. Bleib einfach genau so, wie du auf deinem Board stehst. Pass auf, ich sag dir. Okay, jetzt was. Und das wird dir helfen. Schau dich mal drauf wie immer. Geh mal runter in die Knie, wie du es machen würdest. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Bootsbach, Erwachsenenvollzug. Guck mal, Flip ist schon mal gut, aber versuch mal, Bruder, deine Schultern parallel zu halten zum Board. Das heißt, so und dein Körper ja, so. Du darfst dich ja nicht drehen. Ja. Und nicht hier vorne, dann mach dir mal ruhig hier hinten so. Durch. Oh, guck mal, wie schön der aber geflippt war. Guck mal, wie schön der geflippt war. Das ist so krank einfach, ne? Der hat einfach noch nie einen Kickflip gemacht. Der flippt ihn so schön und der wird ihn heute noch stehen. Mit Schultern gerade, guck. Ja, ja. Oder ich schwöre, der ist Knockout, der tropft richtig. Guck mal aus der Nase, zack, 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 von der Nase. Hast du den Wasserhahn zugemacht? Dann guck noch mal im Badezimmer. Ich höre die ganze Zeit das Tropfen hier, Digga. Ich bin kaputt. Das war er, oder? Das war er. Das war er. Yo, Leute, Double Piece. Oder wie hoch spring ich bitte? Leute, ich würde einfach mal sagen, noch zwei, drei Mal? Dreimal probiere ich noch, wenn ich... Und sonst habe ich eine Hausaufgabe. Oh! Nein, Mann! Hey, guck mal, schau mal. Man merkt schon langsam die Konzentration, die Power lässt nach. Oh! Ja! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Ich bin nass! Ist das egal, okay, der war krank! Hast du den gesehen? Der letzte! Hast du ihn auch? Hast du ihn drauf? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich glaube, der hat ihn nicht drauf, der hat auf mich gefilmt. Nein. Bitte nicht. Ich kann nicht mehr. Bruder. Scheiße.
großen Respekt von meiner Seite aus auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall. Gerne, Mann. Ich würde jetzt einfach sagen, check Krabi ab, denn da haben wir auch noch ein Skate-Video gedreht. Was habe ich dir dabei gebracht? Ich will 50-50 Grind aus der Halfpipe. Aus der Halfpipe? Bruder, das du bist der Coach. Das ist übertrieben hart. Aber okay, checkt sein Video ab. In dem Sinne würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut, wie gesagt, bei Krabi vorbei. Haut einen Kommentar raus für den Algorithmus. Haut ein Like raus. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Peace out.